Ja, servus und willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir in einem neuen Hohlweg, in dem ich noch nie war, aber schon oft beim Vorbeifahren auf der Straße gesehen habe. Der Hohlweg geht hier hinten über eine Wiese, hier oben in den Wald. Heute quert eine neue Straße den Hohlweg und der Hohlweg geht hier in einen Forstweg über dann. Und jetzt muss ich mal schauen, wie hier in der Nähe ist gekämpft worden, ob dieser Hohlweg als HKL, als Hauptkampflinie verwendet worden ist. Ich werde ja gleich sehen, ob hier Patronenhülsen herumliegen, Splitter oder sonstiges. Denn immer wieder muss man mal ein neues Gebiet absuchen und abgehen. Also begleitet mich heute. So, was ist jetzt passiert? Ich war am Sonntag im alten Hohlweg in den anderen und natürlich vergessen scheinbar das Gerät zum Ausschalten. Müssen wieder neue Batterien reingehen. So. Den Regenschutz auch wieder drauf. Soll zwar nicht regnen heute, aber sicher ist sicher. So, alte Batterien. Dahin. Dann vorne. Die neuen Batterien. Mal da rein. Damit wir sie nicht vertauschen. So. So, dann werde ich es jetzt angehen. Batterien sind drin. Meinen Spaten habe ich auch mit von 2010 im Kaukasus geschenkt bekommen. Die, was wir hier von 1945er finden, schauen genauso aus. Und für den Kleinputz habe ich natürlich auch was mit. Naja, dann werden wir es angehen langsam. Das Signal heute, 12er, 13er. Jetzt haben wir den Pinkpointer, der ist auch wichtig. Ah, da haben wir es schon. Fängt ja gut an. Ein alter Nagel. Ja. War mal was Ziviles und nichts Militärisches. Ja. So, hier haben wir den alten Nagel. Bisschen verbogen natürlich. Aber immerhin. So, da kommt jetzt ein Zacker. Am Abend wird es dann genau dokumentiert.
So, ziehen wir es hier nochmals schön mit den vier Nägel außen. Hier das Eisen und hier das Eisen. Keine Ahnung, was das sein kann. Vielleicht weiß es jemand, dann schreibt das in den Text unten. Mahlzeit. Bisschen zum Essen muss sein. Gestern in Graz habe ich Mittag nichts gegessen, fast nichts getrunken. Dann ist es mir nicht gut gegangen. Klimaanlage eingeschaltet, voll im Auto. Da waren wir fast ein bisschen schwindelig. Jetzt habe ich hier wieder ein gutes Signal. Bis 59. In der Eisenbahn schon wieder. Na geh. Ist wieder das gleiche wie vorher. Was es da in den Hohlweg gibt. Das hatte ich gerade vorher. Und hier haben wir das drum nochmal. Genau das gleiche. Jetzt habe ich glaube ich schon drei insgesamt von dir gefunden. Heute der zweite. Komisch. Ja, genau hier unten. Ha! Ja. Eisen zum Reinschlagen. Auch wieder vom Waldarbeiter wahrscheinlich. Das ist kein Splitter. So, jetzt haben wir hier dieses, das ist wahrscheinlich zum Holzschlagen, zum Reinschlagen gewesen. Aber nur was Ziviles, also wieder. Ja. Scheinbar ist dieser alte Hohlweg doch nicht so aus HKL verwendet worden. Bis jetzt keine einzige Patrone hier im Wald. Alles nur zivile Sachen. Schade. Na gehen. Ha, schon wieder das gleiche. Das gibt's ja nicht. Wieder dieses Eisenteil mit den zwei Nägeln. Ha, das ist ein gutes Signal. Aber wer verliert sowas? Ha, und hier das nächste drum. Wieder das gleiche. Ich glaube jetzt schon das dritte heute. Wer verliert sowas nur? Das gibt's ja nicht.
vierte Stück. Wieder das gleiche mit den zwei Nägeln. Rechts und links. Vierte heute schon. Das gibt's ja nicht heute. So, und hier das vierte Stück von heute. Wieder das gleiche drum. Das reicht aber schon. So, kann ich jetzt für heute lassen. Wir haben heute wieder über 30 Grad. Hier geht zwar der Wind ein bisschen, wir sind über 1000 Meter, aber ich glaube, wir finden hier nur zivile Sachen. Nichts Militärisches. Und ich glaube, hier sind auch keine Soldaten gefahren in dem Bereich, weil hier nichts ist. Es ist wirklich weiter unten, hier bei diesem Hohlweg, also hier unten geht ein Waldweg hinein, was dort die Hackhelle war. Also, dann bis morgen. Wohl. So, hier liegen drei Funde. Den vierten habe ich liegen lassen, nicht alles mitgeschleppt. Bin gespannt, was das wirklich ist. Das hat man bis jetzt keiner sagen können.